gestatten Dani Woods und Tiger Pesch. Genau. Ja, wir sind heute hier im Golfclub Würzburg, um mal rauszufinden, ob wir so ein Grundtalent fürs Golfen haben. Wir sind elegant hergelaufen, wir haben uns Mützchen und Sonnenbrillen aufgezogen und ob dann der Rest auch klappt, das mit dem Spielen, gucken Sie am besten mal selber. Also so schwer kann das doch nicht sein, oder? Ich würde mal die Kamera in Sicherheit bringen, Uli, denn jetzt kommen wir. Drei Stunden später und ich habe jetzt schon Muskelkater. Also ich merke auch, dass es Muskelgruppen gibt, die ich lange nicht benutzt habe. Stuart, machst du die Erfahrung öfter, unser übrigens Golftrainer heute, dass Menschen rausgehen und sagen, aua, aua, Golf ist anstrengend? Das kann passieren. Der nächste Tag haben wir schon ein bisschen Muskelkater vielleicht, wie du gesagt hast. Da hast du andere Muskelgruppen benutzt, was du noch nie gewusst hast, dass es gibt auf dem Körper. Und kann ein bisschen Bauch- oder Armprobleme geben morgen früh. Macht nichts. Sind wir mal gespannt. Du hast uns jetzt drei Stunden lang zugeschaut. So ist es fürs erste Mal. Wie haben wir uns geschlagen? Ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ganz ehrlich und wir haben beide nicht so schlecht gemacht vor der ersten Tag. Was sind denn die typischen Anfängerfehler, die wir auch gemacht haben? Anfängerfehler sind meistens ein bisschen verkrampft. Natürlich, wir halten die Schläger zu fest, oft ein Problem. Und einfach Beweglichkeit. Ja, und das ganze Koordination erst einmal zu lernen, ist sehr schwierig. Wann kommt der Durchbruch für gewöhnlich? Nach wie vielen Tagen? Tagen, ich würde sagen, ja, innerhalb von so 4, 5, 6 Wochen, würde ich sagen. Und wann sind wir auf Profiniveau? 6, 7 Jahre. Dann bist du gerade Anfang 20, oder sagen wir mal 30. Und dann melden wir uns wieder. Und dann geht der Ball an der Kameralinse millimetergenau vorbei, um die Fahne rum, auf den Platz zurück, in den See rein. Und das zeigen wir Ihnen in 6 Jahren. Bis dann.